Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Brüder und Mitschwestern, der geheimnisvolle Gott hat euch sein Herz geöffnet in Jesus Christus. Das Ohr aufgeschlossen hat euch der himmlische Vater in seinem Sohn. Aus diesem Grund betet. Ihr habt allen Grund dazu. Ihr sollt beten, so gebietet es lateinisch, der heutige Sonntagsname Rogate. Wagt euch zu beten. Wie ist's von Haus aus bestellt ums Gebet der Kinder dieser Welt? Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Sowas müsste jetzt kommen. Jeden Augenblick, so träume ich, in frommer Fantasie, gleich geht's allen Soldaten über die Lippen. Lautstark halte die Stimme des Offiziers über den weitläufigen Platz. Helm ab zum Gebet. Was wird die Kompanie jetzt beten? Bei der Bundeswehr wird Beten befohlen. Zum großen Zapfenstreich ist die Kompanie angetreten. Brennende Fackeln tauchen Häuser und Gesichter in flackerndes, schummriges Licht. Auf der Mattscheibe verfolge ich die traditionsreiche militärische Inszenierung. Helm ab
zum Gebet. Mechanisch synchron wird der Riemen vom Kinn gelöst, der Soldatenhelm abgenommen und vor den Bauchnabel gehalten. Und jetzt ein neues Kommando. Hände falten, Augen schließen, Schnabel auf, Gebet genießen. Fehlanzeige. Kein Augenlid schließt sich, kein Kriegerhaupt neigt sich. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm. Nichts davon, niente, Lippen bleiben verriegelt, stattdessen intoniert das Musikchor eine getragene Weise. Kaum verklingt der letzte Ton, kommt der Helm wieder vom Bauch auf die Birne. Abends zieht der Wind empfindlich kühl über den Platz. Öffentliches Beten im christlichen Kulturkreis sorgt wohl für kalte Ohren und betretene Mienen. Ach, wüssten die Betbrüder im Soldatenrock um den Text zum vorgetragenen Choral. Würden doch wenigstens einige ihn stumm im Herzen singend mitbeten. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, durch den ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, mich in das Meer der Liebe versenken. Des Vaters Herzens tiefste Triebe in diesem Namen öffnen sich. Ein Brunnen der Freude, Fried und Liebe quillt nun so nah, so mild. Mein Gott, wenn's doch der Sünder wüsste, sein Herz alsbald dich lieben müsste. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Möcht deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. So lautet Terstegens Text zum Gebetschoral im großen Zapfenstreich. Vielleicht ist Ihnen diese Prayer-Performance einfach peinlich. Überhaupt stellt sich die Frage, steht man nicht heute auf verlorenen Posten, nicht bloß als Soldat, sondern auch als Zivilist, wenn man dem Gebet einen Spitzenstellenwert beimisst? Das war nicht immer so. Dass der Mann hierzulande sein männliches Selbstverständnis übers Beten können definiert, erschien Ernst Moritz Arndt noch ganz naheliegend. Wer ist ein Mann, der beten kann und Gott dem Herrn vertraut? So sangen jungdemokratische Burschenschaftler à la Couleur und die Männer Gesangvereine Land auf, Land ab, jahrzehntelang. Der ist ein Mann, der beten kann. Liebe Gemeinde, welchen Stellenwert räumt ihr heute dem Gebet unter euch ein? Welches Wertgefühl empfindet ihr, wenn die Rede aufs Beten kommt? Mindert oder steigert es das Ansehen des anderen, wenn sie erfahren, er geht täglich mehrfach auf die Knie und das länger als ein Viertelstündchen? Vor die Wahl gestellt, messe ich dem einen Spitzenstellenwert bei, wenn mein Pastor für mich die Hände faltet, zum Beispiel an meinem Geburtstag, oder kann er sich das sparen, wenn er mir alljährlich seine Aufwartung macht im Schulterschluss mit dem Volksbankfilialleiter und dem Stadtrat XY, fühlen sich kirchenleitende Personen mit ihren Entscheidungen ruhiger, weil betende Kommunitäten und Gemeinschaften ihren Rücken stärken? Oder fällt der Gebetsdienst der Ortskirchen und Ordensleute unter ferner Liefen, weil der digitale Ausbau der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel spielend gelingt? Wenn Sie nur irgendwas beten könnten,
So denke ich bangen Herzens, wenn ich im Religionsunterricht vor meinen Schülern stehe. Irgendwas beten, was ganz Einfaches bloß. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Augenblick meldet da mein innerer Bedenkenträger seinen Einwand an, klingt verdächtig nach irreführender Werkgerechtigkeit. Besser wäre, mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an, deine Gnad und Christi Blut macht ja allen Schaden gut. Was meine Schwiegermutter ihren kleinen Töchtern zu beten abends beibrachte, könnten das doch auch heutige Schulkinder von daheim mitbringen. Ich seufze. Sie wissen nicht, worum sie in rechter Weise beten sollen. Wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Das ist wahr. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Das gilt ja nicht nur für verweltlichte Schulkinder, sondern allgemein für den Menschen, wie er geht und steht. Und in diesem Armutszeugnis, in diesem Eingeständnis geistlicher Armut liegt zugleich der wahre Ansatzpunkt für alles rechte Beten, das Gott gefällt. Der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an und tritt mit einem Seufzen für uns ein, das nicht in Worte zu fassen ist. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, gibt uns der heilige Paulus zu verstehen. In diesem ungeschminkten Eingeständnis ihres armseligen Gebetsversagens wandten sich die Jünger an den Herrn, die Lehrlinge an den Meister des Gebets, Herr, lehre uns beten. Und Jesus Christus spricht, kein scheinheiliges Schaubeten, bitte. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ziel und Zweck dieses scheinheiligen Betens ist nicht der Kontakt mit Gott, sondern das Armsehen bei den Menschen. Kommt die Art, wie ich meine Prayer-Performance darbiete, bei meinen Zuschauern an, bei meinen Gemeindegliedern? Wer als Vorbeter und Liturg dieser Frage ernsthaft nachgehen will, den ertappt das Wort des Herrn hier bei einer subtil gottlosen Heuchelei. Kommt meine Prayer-Performance an bei den Zuschauern, das ist immer die falsche Frage. Äußeres Gebetsgebaren darf nicht verlogen sein. Es muss Ausdruck aufrichtiger innerer Haltung sein. Ich gehe damit nicht auf Punktefang bei den anderen womöglich tiefgläubigen Leuten, indem ich mir betend den Anschein gebe, in meinem Herzen lodere die Flamme der Gottesliebe besonders hell und das werte mich doch auf unter den Gottesfürchtigen. Das darf es nicht sein. Gut, dass wir zum Altar hinbeten und nicht zur Gemeinde. Kein scheinheiliges Schaubeten, bitte. Und Jesus Christus spricht, geh zum Beten aufs Closet. Enter into thy closet, so lesen wir in der englischen Bibel. Gut. Kleines Witzchen, ich gestehe, Closet ist nicht das WC, aber Mensch, weil du dich vor Gott eh weder verhüllen noch verstecken kannst, darum geh zum persönlichen Beten an ein stilles Örtchen der Abgeschiedenheit. Ideal ist die Bettkante. Nicht nur nach dem Aufstehen früh, sondern auch fürs Abendgebet vorm Schlafen. Dreimal am Tag pflegten die Christen der jungen Kirche Vaterunser zu beten. Auch dafür empfehle ich die Bettkante.
kann man sehr gut knien dort. Und was immer du vor anderen und womöglich auch vor dir selbst sonst lieber verbirgst, in der verborgenen Abgeschiedenheit vor Gott, sollte es nicht wenigstens da zur Sprache kommen? Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Dein Beten dient nicht dem Zweck, ein göttliches Informationsdefizit zu beheben. Darum erspare ihm hohles Gebetsgeleier. Dass Gott dich erhört, beruht nicht auf der Unzahl deiner Wörter, sondern auf der Verlässlichkeit seines Wortes. Sein Wort verspricht dir, dich zu erhören, ob du stammelst oder stotterst. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Unser Vater weiß genau, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Er erwartet aber unsere Bitte, weil die Würde seiner Kinder in ihrer Freiheit liegt. In Gottes Augen ist es unter unserer Würde, wenn er uns ungebeten die Gaben aufzwingt, die anzunehmen oder abzulehnen, er uns Wahlfreiheit zugesteht. Gott weiß, wie nötig ich seine Gnade brauche, sein freies, ungeschuldetes Wohlwollen. Uns ungebeten seine Gnade aufzuzwingen, verbietet sich für Gott, weil die Würde seiner Kinder in ihrer Freiheit liegt. Daher erwartet er, dass du ihn um Gnade bittest. Wenn nun ihr, fragt der Herr, ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Dass der Sohn der Welt den Vater Namen Gottes offenbarte, ist tragender Grund unseres Betens, auch aller sieben Vater unser Bitten. Vater unser, dieser Name weckt in uns beim Beten zugleich Liebe und Zuneigung und auch die Hoffnung zu erlangen, was wir bitten. Was kann er denn dem Gebet seiner Kinder verweigern, wenn er ihnen schon zuvor gestattet, seine Kinder zu sein, fragt der heilige Augustinus. Indem ihr Gott als euren Vater anspricht, bekennt ihr, all seine prophetischen Liebesverheißungen sind im neuen und ewigen Bund erfüllt durch Jesus Christus, denn er ist es ja, der uns ermächtigt, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs als unseren Vater anzusprechen. Wir sind nun sein Volk und er ist unser Gott. Diese neue Beziehung ist ein Geschenk wechselseitiger Zugehörigkeit. Es gibt nur einen Gott. Und er wird als Vater angerufen von jenen, die im Glauben an den eingeborenen Sohn durch Wasser und den Heiligen Geist wiedergeboren sind. Jeder Getaufte, auch wenn er allein Vater unser spricht, betet in der Gemeinschaft der weltumspannenden Kirche. Gut, sagt jemand zum Schluss, kenne ich alles, aber zum Beten muss man schließlich ja auch Lust haben, oder? Frage steht noch im Raum. Und täglich Vater unser beten, tötet der vorgegebene Buchstabe nicht den lebendigen Geist des freien Gebets? Weil wir durch Christus zum Volk der Kinder Gottes begnadigt wurden, liegt der Grund, warum wir beten, schlicht darin, dass er es uns gebietet.
und wenn es auch innerlich stets freie Herzenssache sein wird. Äußerlich werde ich mich aus Freiheit doch auch zum Beten zwingen, trotz aller Unlustgefühle, allem Überdruss zum Trotz, muss der Christ sich bereit finden wollen, den gebetsfaulen inneren Schweinehund zu überwinden. Beten ist Kampf. Gebet in Freiheit eine Frage des Gehorsams. Wer unter euch hat je intensive Lustgefühle verspürt, Gott zu bitten, verzeihe meinen blutigen Feinden? Gott bittet und gebietet uns jedoch, ihn das in Freiheit zu bitten, trotz aller akuter Unlust. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Dabei liegt es nicht in unserer Macht, erlittenes Unrecht nicht mehr zu spüren oder zu vergessen zu können. Doch das Herz, das sich dem Heiligen Geist öffnet, lässt bittere Verletzung nicht zur Rachsucht ausreifen. Die empfangene Gnade reinigt die Leidenschaften und verwandelt die Bitterkeit sukzessive. Wie der Leib Christi ist auch die Liebe Christi unteilbar. Wir können vor Gott auf gerechte Vergeltung bestehen, an den Brüdern und Schwestern, die an uns schuldig wurden. Aber dann verschließt sich unser Herz und seine Härte wird undurchdringbar für die barmherzige Liebe des Vaters. Im Eingeständnis eigener Sünde jedoch öffnet sich unser Herz ewiger Gnade und kann sukzessive frei werden, von Herzen zu bitten, verzeihe denen, die mir Unrecht getan haben. Zum ungezwungenen Gehorsam gehört der freie Entschluss. Wir gehorchen, weil wir lieben. Niemand glaubt, es sei denn freien Willens, klärt Augustinus ganz grundsätzlich. Niemand betet, echt christlich, es sei denn aus freiem Willen. Ich lese euch ein Gebet einmal im Ganzen und wenn es euch entspricht und ihr es euch zu eigen machen könnt, bitte ich euch beim zweiten Lesen, doch jeweils in der Pause ist für euch auch zu sprechen. Herr Vater im Himmel, der du in das Verborgene unseres Herzens schaust, erforsche und prüfe uns in dem, was wir tun, reden und denken. Du kennst die Eigensucht und Eitelkeit unseres Herzens und weißt, wie sehr wir das Urteil von Menschen suchen und fürchten, weil wir deiner Verheißung nicht vertrauen. Herr, stärke durch das Wort deines Sohnes unseren Glauben in der Kraft deines Geistes, dass wir in unserem Nächsten dir dienen, weil du uns als deine Kinder angenommen hast. Herr, Vater im Himmel, der du in das Verborgene unseres Herzens schaust, erforsche und prüfe uns in dem, was wir tun, reden und denken. Du kennst die Eigensucht und Eitelkeit unseres Herzens und weißt, wie sehr wir das Urteil der Menschen suchen und fürchten. Weil wir deiner Verheißung nicht vertrauen. Herr, stärke durch das Wort deines Sohnes unseren Glauben in der Kraft deines Geistes, dass wir dir in unserem Nächsten dienen, weil du
du uns als deine Kinder angenommen.